Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ja, willkommen zurück. Und wir sind wieder zusammen da. Ja, endlich. Nach sehr, sehr langer Zeit haben wir es dann doch nochmal geschafft, hier zusammen aufzunehmen. Und wollen jetzt wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen regelmäßiger das Ganze hier gestalten. Täglich würde es auf gar keinen Fall kommen, aber vielleicht 2-3 Folgen die Woche werden wir vielleicht hinbekommen. Passt. Und ja, wir sind jetzt nicht mehr ganz so wirklich drin in der Geschichte. Ist ja auch schon ein paar Monate her, wo wir das hier Ganze gemacht haben. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Tödliche Hingabe, Kapitel 5 sind wir stehen geblieben. Ja, storymäßig, was kann man zusammenfassend sagen? Was möchtest du zusammenfassend sagen? Ja, das ist die Frage, ne? Viel Action auf jeden Fall gehabt. Wir haben unseren Anzug ein bisschen upgegradet. Ich weiß gar nicht, ist das schon Level 3 gewesen? Ich glaube nicht, Level 2 war es nur. Okay. Ah ja, genau. Okay. So, haben wir das auch. Uah, hier sieht es aber nicht schön aus. Ich glaube, wir sind wieder. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. So, genau das Richtige für dich jetzt eigentlich, diese Aufgabe. Warum muss ich jetzt hier spielen? Erklär mir das mal. Tja. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich auch langsam wieder. Wir sind doch letztes Mal im vierten Kapitel durch diese Räume mit diesen dick, fett, gedärmeartigen Wänden durchlaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch dran erinnerst. Aber ich glaube, wir sind jetzt sogar wieder in einem Abschnitt des Schiffs, wo wir schon mal waren, oder? Ja, doch, genau. Irgendwie sowas war das. So, was haben wir hier? Shop? Was ich mir noch frage, warum sind immer so chinesische oder japanische Zeichen auf diesem Shop-Display? Ja, ne? Wir haben 20.000 noch übrig. Strahlenkanone, genau. Impulsgewehr, das waren die Waffen, die wir hatten. Ja. Level 3 Anzug haben wir sogar schon, oh, siehst okay. du? Ripkling, Medipack und die Knoten. Knoten haben wir sogar auch noch zwei. Oh. Was haben wir denn alles gesammelt, bitte? Ich weiß es nicht. Waffen, glaube ich, wollten wir erstmal gar keine neuen holen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, wir hatten die Strahlenkanone oder den Plasma-Cutter irgendwie neu, ne? Eins von den beiden hatten wir uns neu gekauft. Also der Plasma-Cutter war die allererste Waffe, die wir besessen. Ja, dann eine Strahlenkanone. Ja, und mit der konnten wir diese Minen schießen. Ja. Oder halt die Beine abtrennen mit dem Strahl. Genau. Was aber auch sehr langsam ist, ne, von der Waffe her. Am besten gefiel mir echt dieses Sturmgewehr jetzt. Aber da hatten wir keine Munition mehr für. Ja, dann kauft doch welche im Shop. Sicher, dass ich welche kaufen soll? Ja, nicht irgendwie. Guck doch mal auf in so einem Inventar, was wir denn noch haben. Inventar. Ist ja nicht mehr so viel, ne? Ja, 5 Munition für die Strahlenkanone und 50 ja. circa, 45 für die... Ich meine, wir haben Geld, dann lass uns auch Munition holen. Wir haben Geld, genau, dann haben wir Munition hier. Zack, gehen wir nochmal kurz in den Shop rein hier. Reingeguckt. Was brauchen wir denn da? Plasma-Energie, nein. Strahlenkanone, Impulsgewehr. 25 ja. für 1250, ist schon heftig. Ja, aber einfach zwei holen, haben wir 50 und fertig. Ich meine, unterwegs findet man ja wieder. Na gut, dann auf deine Verantwortung hier. Kaufen wir uns jetzt hier Munition. Ich lade die direkt mal rein. Zack, das geht immer schnell. Dann fühlt man sich was sicherer, wenn man nachts durch die Gassen läuft. Ja, durch diese Gassen hier zumindest. Fängt ja schon wieder gut an. Mach's einfach kaputt. Boah, ich dachte, da wäre jetzt was drin oder so. Gefangen, weißt du? Wo geht's denn lang eigentlich? Sicherheitsstation. Gerade gedacht, da steht wer. Ach, hier hat man die Mine gelegt. Ja, mit diesen... Termit. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Wer redet denn jetzt? Ich sehe jetzt niemanden. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Fraglich, ne? Kämpfen wir jetzt gegen andere Menschen oder sind das jetzt die Alien, die langsam intelligenter werden? Bildgebende Diagnostik. Na toll. Aber hier haben wir erstmal eine Speicherstation und hier haben wir wieder einen Schrank, den wir öffnen können. Guck mal. Credit Points. Haben wir sogar wieder ein bisschen Munition raus.
Ich speichere mal. Boah, ich drück gerade schon wieder Schaden in der Puppe. Was ist, wenn man das nicht mehr regelmäßig macht, dann erschreckt man sich jetzt wieder für jedes kleine bisschen hier. Tja. Okay, also, was meinst du, finden wir im Chemielabor? Was suchen wir da? Was meinst du? Nicht bestimmt Antikörper oder sowas gegen ein Virus. Ein Stock, finsterer Raum, wo selbst die Taschenlampe schon kein Licht mehr bringt. Und Geräusche einen wieder fröhlich stimmen. Ha! Das war das dämliche Baby. Die kenne ich noch. Aber es ging, hatte nicht lange zu leben. War wieder so ein Ding. Stirb! So. Na, guck, da fängt schon an, Impulsmunition. Ja, und hier matsche ich wieder so ein bisschen die Leichen durch die Gegend. Ich lad mal gerade nach. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging denn nochmal Stase und sowas alles? Ich glaube mit C und F oder genau. So. C war Stase und F war die Telekinese, genau. Ja. Speichern. Nee, Stase. Ich hatte Speicherstation gelesen, dann steht da Stase. Wir haben ja gerade schon gespeichert. Ja, wäre schön gewesen. Bildgebende Diagnostik mit so einem schönen Symbol da oben. Warnung, erhöhte Strahlung. Ja, fantastisch. Da freuen wir uns drauf. Das kenne ich, diesen Raum kenne ich auch noch. Ja, jetzt haben wir diese Werkbank da auch. Ja. Und was ist da hinten auf einmal neu? Ein fettes, fettes. Das war auf jeden Fall beim letzten Mal nicht, das weiß ich. Oh, warte mal. Energiesperre. Da ist ein Knoten vonnöten. Aber guck dir erstmal dieses Ding da an. Und da ist eine Werkbank. Guck dir erstmal dieses fette Ding da an. Ich will wissen, was das... Ich glaube... Ich glaube, das ist so ein Vieh wie vom letzten Mal. Ich will die Strahlenkanone. Ach, 4 ist die Strahlenkanone. Aber da ist wieder so ein Sprengteil. Hast du gesehen in der Ecke? Ja. 5 Schuss. Das Vieh war beim letzten Mal nicht da. Da sind wir nämlich mit dem Aufzug nach oben gefahren. Wow. Oh, bitte was? Was ist das für ein Teil? Die Hälfte der kompletten Energieleiste. Was? Der lebt noch oder was? Aber ich glaube, das ist ein Mensch. Was ist hier? Was geht hier ab? Muss die Tentakel. Ja, ich schieß auf die. Wie kann ich nochmal Medikit? Ja? Nein. E. T. Q. A. Q. Stopp! Boah, das Ding will ja einfach nicht sterben. Oh. Guck, ich schieß auf die Tentakel. Ja. Und was ist denn hier gerade? Irgendwie gerade so ein bisschen mit der Maus. Was? Wo? Wie? Wo schießt denn hier noch was? Ach, da! Jetzt auf die Tentakel. Oh, noch eine. Boah, die Viecher hier. Die sind echt scheiße zu treffen. Ist jetzt tot? Ja. Der hat gelebt. Aber der hat irgendwas fallen gelassen. Gott, oh Gott. Das für ein paar Credits. Die Munition kriegen wir nie wieder. Wir brauchen eine Speicherstation, damit wir da hinten das mit der Tür ausprobieren können. Ach, wir haben 2 Knoten. Ja, aber was ist, wenn da Müll hinter ist? Das hatten wir doch, glaube ich, schon mal gehabt. Nee, bis jetzt war alles noch von den Kosten her. War immer gut, ne? Ich glaube, da hatten wir sogar noch 5000 Credits oder so gefunden. Ah, guck mal, warte, wir können hier so ein bisschen reingucken. Mach den mal. Also da sind 3 Schränke. Auf jeden Fall schon mal. Ach, lass einfach einen Nein nehmen. No risk, no fun. Ja, aber da sind nur 3 Schränke drin. Naja gut, du sind auf deine Verantwortung. Noten verwendet. Das alles jetzt wirklich nur für 3 Schränke. Wehe, da ist jetzt nur Müll drin.
Mittleres Medikit. Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht sehen können. Und ein bisschen Munition, also wirklich gelohnt. Das Ganze für einen Knoten. Geil. Was hatten wir denn da jetzt noch bekommen? Ah, ein großes Medikit. Ein großes, ein mittleres. Munition. Also so der Bringer war das jetzt für einen Knoten, finde ich. Aber sonst war in den anderen auch nicht immer viel drin. Also ich weiß, einmal hat man Knoten eingesetzt, da haben wir Munition bekommen, 5000 Credits und was weiß ich nicht alles. Hier haben wir übrigens noch eine Werkbank, wo wir ja unseren zweiten Knoten jetzt noch verwenden können. Ich glaube, wir waren immer so ein bisschen Impulsgewehr. Ah ja, genau, da sieht man's. Ja, gehen wir jetzt auf Nachladen zuerst oder gehen wir auf Kapazität? Weil je nachdem setzen wir halt da oder da den Knoten. Ich würde lieber Kapazität nehmen. Alles klar. Da, ja. 20 Punkte erhöhen, Kapazität. Ja, und dann kommen wir hier auf Nachladen nochmal, dann können wir nochmal schneller nachladen. Und hier haben wir nochmal Kapazität und Schaden. Das heißt, mit 5 Knoten haben wir das Ding dann hier durch.